Hallo Xenia. Vier Spiele, drei Siege. Wie fällt deine Bilanz aus bei dieser Europameisterschaft bislang? Ja, wir sind sehr zufrieden. Wir sind jetzt hier in der Hauptrunde mit 4 Punkten schon. Das ist mehr als erwartet, glaube ich, für alle. Wir sind zufrieden. Wie bist du in die Spielmacherrolle in der Nationalmannschaft reingewachsen? Ja, am Anfang war es ein bisschen ungewohnt. Jetzt so langsam weiß ich auch, was erwartet wird und fühle mich ein bisschen wohler und versuche einfach das Beste für die Mannschaft zu machen und da auch meine Rolle anzunehmen und sie umzusetzen. Aber der Rückraum ist sehr gefährlich, der torgefährlich geworden. Nicht nur spielstark, sondern auch torgefährlich. Ja, genau so sieht es aus. Wir haben ja mit Emily Bölk, Alicia Stolle und dann Angie Geschke, Alina, eigentlich alle, Maren auch. Da sind wir sehr, sehr, sehr gefährlich und das ist auch genau gut so. Dann werden Räume für die Kreisläufer und außen auch frei und davon leben wir jetzt im Moment. Du spielst seit einigen Jahren in Metz, im Lande des aktuellen Weltmeisters. Ist der Weltmeister Favorit bei dieser Europameisterschaft und wie weit sind wir im Leistungsvermögen unter Umständen schon rangekommen an den Weltmeister? Das ist eine gute Frage. Favorit, ich glaube, wenn die Weltmeister, also jetzt klar hier im eigenen Land spielen, sind sie Favorit. Ob wir an dem Leistungsniveau rankommen, hoffe ich, das werden wir noch sehen. Und ich glaube aber, wir sind nicht ganz weit weg auf eine andere Art und Weise. Anderes Spiel, aber hoffentlich sind wir bald auch auf dem gleichen Niveau. Ja. Und wo könnten wir uns oder müssten wir uns noch verbessern? Wir müssen einfach konstanter werden. Wir sind auch manchmal zu gut, manchmal machen wir zu viele Fehler. Wenn wir das ein bisschen so Mittelding finden, in einem Spiel einfach gut zu sein, dann glaube ich, machen wir es uns auch ein bisschen leichter und dann kämpfen wir weniger mit uns selbst. Meiner Meinung nach hat der Neuformierungsprozess der Nationalmannschaft bei der Euro also richtiges Entwicklungstempo aufgenommen. Siehst du das auch so? Ja, doch, wir sind auf einem guten Weg. Ein Blick auf die Tabelle verrät, dass man mit einem Sieg gegen Ungarn in Paris schon dabei wäre, mindestens im Spiel um Platz 5. Blickt ihr schon voraus aufs nächste Spiel? Also wie weit seid ihr schon? Wir freuen uns einfach. Wir hatten jetzt erstmal die Hauptrunde, das haben wir jetzt erreicht und jetzt ist halt alles offen. Wir würden sehr gern nach Paris, das ist kein Geheimnis. Wenn das klappt, dann freuen wir uns auf die Meldung. Dann wünsche ich euch alles Gute, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Danke.